Ja, herzlich willkommen zurück im Irrenhaus. Ich krieg eine Krise. Ja, Chili Pepper ist genau das, was ich brauche. Einfach mal Selbstmord begehen mit Hitze tot. Oder Chili tot, keine Ahnung. Ah, auf einmal haben wir wieder. Auf einmal haben wir wieder Stamina. Na, schau mal eine an. Was ist hier los, Alter? So. Warum sinkt die Stamina, steigt aber nicht mehr? Alter, wo sind wir überhaupt? Okay, also einmal am Urwald komplett entlang laufen. Warum immer der Urwald jetzt überhaupt ist, der müsste jetzt eigentlich zu unserer rechten, zu unserer linken sein. Ja, da ist er. Ich krieg eine Krise. Oh, ich krieg so eine harte Krise gerade. So richtig Midlife Crisis. Oh, scheiß Bäume. Doch, komm. So, hier ist der Dschungel vorbei. Dann müsste ich ja jetzt quasi, wenn ich jetzt gerade auslaufe. Oh Mann, schon wieder so ein Ding, wo man der nicht mehr rauskommt. Unweigerlich nach Hause kommen. Oder? Genau, da ist der Dschungel vorbei. Das heißt, wenn ich jetzt richtig laufe, müsste die Richtung unserer Let's Play Hütte, unsere Let's Play Together Hütte sein. Also unser Let's Play Together Dixabumster und in die Richtung mein Gebäude. Ja! Holy shit. Wir sind da. Oh mein Gott, ich kann es kaum mehr glauben. Oh. Hat ja auch 20 Jahre gedauert. Eine Katastrophe. Eine Katastrophe, alter Schwede. So, sehr schön. Das heißt, wir haben hier irgendwas und da ist irgendwas anderes. Das ist Outseed. Das müsste Out sein, ne? Ja. Voll viel. Ich bin stolz. So, und hier kommt jetzt das ganze andere Getümpf dran. So, und hier kommt dann jetzt. Yeah, dann haben wir endlich mal alle vier Dingsabums da. Tada. Ja, schön. Das war eine Aktion, ey. Das war eine Aktion. Das glaubst du nicht. Okay. So, dann haben wir jetzt soweit hoffentlich. Ja. Und schon ist wieder alles voll. Okay, wir nehmen mal dich raus. Wir nehmen mal. Momentchen mal, müssen wir die Kartoffeln erstmal backen? Ja, wir müssen sie erstmal backen. Okay, das heißt, da rein, durch. Und zwar brauchen wir wie viele? 21. Das heißt, wir brauchen hier 19. So, jetzt brauchen wir noch 15. Nein. Hä?
Hilfe. Doch, so richtig. Genau, 17. So richtig. Alter, ey, ich brauche Urlaub. Ich brauche so hart Urlaub. Das glaubt ihr gar nicht. So, jetzt brauchen wir hier auch nochmal 21. Easy. Wir haben einmal String. Sehr schön. Brauchen wir genau gar nicht. So, wir haben nochmal zweimal Baumwollsamen. Gut, ganz ehrlich, solange wir eh nur so wenig Baumwolle haben, können wir auf dem restlichen Feld durchaus noch was anderes anpflanzen. Achso, siehst du, wir können das Reis nochmal mitnehmen. Und zwar könnten wir zum Beispiel anpflanzen, erstmal überlegen. Erdbeeren nicht, die dauern mir zu lange. Aber wir könnten zum Beispiel, ja, weiß nicht. Gar nichts. Gar nichts ist gut. Gar nichts ist perfekt. Okay. So, bist du jetzt mal fertig oder was? Alter, fort ja. Diese Backzeiten hier. Tja, könnten wir eigentlich mal zu diesem Monster gehen, zum Spawn Point und uns das mal angucken, was ich da gemeint habe. Und dann brauchen wir auf jeden Fall Holz. Das heißt, ja, wir brauchen Holz. Genau das heißt das. Zum Glück haben wir jetzt mittlerweile ein bisschen Material in Bezug auf Kupfer, Bronze. Das heißt, wir können auch tatsächlich ordentlich Holz farmen, ohne hier an, ja, Zeitüberschuss zu sterben. Wie viel Holz haben wir denn? Okay, wir haben tatsächlich sogar schon ein bisschen Holz. Können wir gucken, ob das nicht vielleicht sogar reicht. Ich bezweifle es zwar für die gesamte Fläche, aber es sieht vielleicht doch gar nicht so schlecht aus. So, dann haben wir mal hier aber noch Blätter. Ja, wir haben noch Blätter. Das muss nämlich hier wieder rein. Danke dafür. So. Dann haben wir jetzt. Wow, das war echt voll. Sehr schön. Haben wir 44 mal Salat. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So, Reis war, das hier war Reis. Fuck you. So, und hier noch zwei Baumwolle. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir erst zum Spawn und machen dann den Boden oder andersrum. Tada! Das hier ist der neue Spawn-Bereich. Mit ein bisschen, naja, Classic Spawn-Punkt. Und das, was eigentlich wichtig ist, da ist jetzt der Turm, den ich vorhin meinte, den er gebaut hat. Da hat man von oben eine schöne Aussicht. Ist ganz cool. Und das Stamina schon wieder leer. Ich glaube das nicht. Ist halt der Stamina-Mod los. Irgendwas haut da nicht ganz hin. Und hier hat er ein Gebäude gebaut, ganz nach texanischer Art.
Okay, aber abgesehen davon, dass die Texaner jetzt kein grünes Holz verwenden, aber das ist ein Gebäude. Und ja, Falco arbeitet sehr gerne mit diesen Mods, mit diesen Protection-Blöcken. Ab durch den Schornstein. Wer macht das nicht? Ich bin der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Ups, tot. So, na gut, dann gehen wir mal wieder. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Wir brauchen jetzt Holz. Und zwar nicht gerade wenig. Das heißt, wir nehmen einfach mal dich und dich. Dich und alles. Und das sollte. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, beziehungsweise dich brauchen wir. So, haben wir noch eine Schippe? Ja, haben wir. Und der Rest nehmen wir dann mal nach da. So. Easy. Dann legen wir mal los hier mit Boden austauschen. Und die erste Schippe ist hin. Alter, wie stark sich das Zeug hier ausbreitet, ey, ist das schlimm. Oh, Alter, da, danke schön. Fuck my life. Ich sterbe. Einfach so. Einfach, weil ich es kann. Was ist hier los, Junge? Manchmal habe ich das Gefühl, also so ein bisschen so, ja. Man möchte mich verarschen. Und zwar vorsätzlich. So, dann haben wir den Boden schon mal abgetragen. Dann können wir jetzt dann bald anfangen mit dem Holz also Holz auskleiden. Vor allem anhand des Bodens, den wir denn in der Tasche haben, den wir dann ja auch gleich wie viel Holz verbrauchen. So ungefähr. Also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.
Okay. So, wir haben in der Tasche 400, nein, knapp 400. Ah, gut, dann sieht er doch relativ gut aus. Gott, haben wir jetzt viel Erde. Gut, dann heißt das, wir pflanzen vor allen Dingen. Wir setzen den Boot tatsächlich erstmal aus und dann, gucken wir mal. Also irgendwie. Mein Server ist überhaupt nicht ausgelastet. Also entweder liegt es daran, dass mein Rechner so ausgelastet ist, oder, ja, keine Ahnung. Ich habe vor allen Dingen mal gespannt, wie framestabil die Aufnahmen sind. Ich meine, ich hatte schon mal eine Probeaufnahme gemacht. Und da war die Framerate eigentlich relativ gut. So, haben wir den Küchenbereich und so schon mal laminiert, wollte ich gerade sagen. Ist gerade das falsche Wort. Tja, also der Boot sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Müssen wir uns nur, wie gesagt, einfallen lassen, wie wir das Dach machen. Ich glaube, ich hatte dazu sogar schon eine Idee, aber die fällt mir gerade nicht ein. So. Dann nehmen wir einfach mal den Stack Tropenholz mit und gucken mal, wie viel brauchen. Wie viel wir brauchen. Ja, danke dafür. Brauchen wir nicht mehr. So. Na super, dann haben wir doch den Boden schon fast drin. Ne? Und das Truppenholz hat tatsächlich sogar gereicht dafür. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So, wir brauchen noch 3, 4, 5, 15, 17. Das ist eine hässliche Zahl. Wow. Ach Gott. Bleiben natürlich genau 3 übrig. Ich will sterben. Einfach so. Okay. Da haben wir halt 3 über. Auch nicht weiter schlimm. So. Jetzt ist die Frage, woraus machen wir das Dach? Ich habe offen gesagt absolut keinen Plan. Wir können Pflasterstein nehmen, wir können helles Holz nehmen oder wir können mal gucken, welche Farbe das hier hat. Auf jeden Fall. Ja, so rot, lachs.
Würde vielleicht gar nicht so schlecht aussehen. Das Problem ist, da bräuchten wir davon auf jeden Fall mehr. Und Sakura, also Kirschbäume wachsen hier in der Nähe nicht. Da müssen wir uns erstmal wieder rumwandern. Was jetzt auch nicht das Problem wäre, ganz klar. Aber wir müssten es halt tun. Ha. Ich guck mal ganz kurz, wie das so aussehen würde. Von der Farbe her. Doch, das kann man als Dach benutzen, definitiv. Okay, accepted. Das heißt, wir brauchen mehr Bronze. Wobei eigentlich nicht, eigentlich haben wir genug Bronze. Aber warum haben wir nur so wenig Bronze, sag mal. Gut, eine Axt haben wir auch nicht. Wir haben diese beiden Steinäxte, die machen wir auch vorher leer. Und dann suchen wir am besten ein bisschen Sakura-Bäume, ne? Also, ich sag mal, Sakura-Bäume, Schatz-Kirschbäume. Das ist schon irgendwie so ein bisschen, ne? Tja, ich wüsste nicht, dass wir welche in der Nähe haben. Wir könnten, da wäre es natürlich auch einfach zum Spawn gehen direkt, weil da wächst auf jeden Fall Sakura. Ja, doch, machen wir. Spawn. So. Mal ein bisschen abseits vom Spawn, nicht direkt hier die ganzen Bäume fällen. Ne? Wir wollen ja hier nicht, dass die... Dieses Stamina, ich will das nie verstehen. So. Hier haben wir doch schon mal ein paar schöne Bäume, die wir, wo wir nicht drunter durchlaufen können. Der hier zum Beispiel, das ist doch so ein schöner Mehrfachbaum. Den können wir doch direkt mehrfach in den Arsch ficken. Oder was? So, hier hat schon wieder jemand nicht abgebaut, oder doch? Und die, hä, wieso droppen die Blätter nicht? Hä? Ach, da ist noch ein bisschen was. Perfekt. So. Wie sieht's hier aus? Auch gleich fertig. So. Ah, lol, irgendwas können wir nicht abbauen, was protected ist. Ah, okay. Na gut. Perfekt. So, ist das einfach fett? Nein, ist nicht. Da ist der Turm! Der Turm der Verdammten. Auch genannt ein verdammt guter Turm. Oh, es wird gerade richtig warm, Alter. Oh, fahr mal mit dem Fenster zu. Ich glaube, nach der Aufnahme mache ich erstmal bei mir das Fenster auf. Ist ja hier auf das Herz zu kochen. So, Blätter bleibt dann weg hier oder was? So, da können wir dann noch ein paar Bäume abschlachten. Da haben wir auf jeden Fall erstmal schön Material. Ach nö. Ach scheiße. Habe ich Sand dabei? Natürlich keins. Oh, ernsthaft jetzt? Oh, ich hasse dich. Okay, machen wir es so.
So, und dann ab. Hä? Ach, jetzt funktioniert das mit der Stamina wieder. Also irgendwie ist die Mod ein bisschen buggy. Sehr schön. So fällt man Bäume. Also siehst du einfach, wo Bäume fällen. Genau das habe ich mich befürchtet. Unser Dixer war so gerade ganz schön voll. Ach komm her. So. Die Schippe ist eh gleich weg. Lag ich doch. Und schon geht's mit dem Abholzen auch schneller. Ist doch mal was Gutes. Perfekt. Gut, ich mache mal jetzt mal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns gleich zur nächsten Folge wieder. Also, je nachdem, wann ihr die Folge guckt. Irgendwann mal. Tschüss.